Hallo Martin hier, ich grüße euch, der Options Trader, bietet den Risikohinweis lesen. Es geht heute ein wenig um, also nicht ein wenig, sondern wir sprechen ein wenig über die Tesla-Bewegung. Und da gibt es ja sehr viele Gespräche im Internet. Ich habe auch gelesen, irgendwo in Börse am Sonntag, Börse am Sonntag oder so, dass kleine Anleger jetzt hier dafür verantwortlich waren. Kann ich nicht zustimmen, stimmt so überhaupt nicht. Ich erkläre euch, was hier passiert ist, dass das auch eigentlich so keine Ausnahme ist. Es ist halt nur, die Dimension ist halt nur ein bisschen stärker ausgefallen. Wie steigen wir jetzt am besten ein? Wo fange ich denn da an? Fangen wir mal einfach bei den Optionen an. Zwei, drei Sätze dazu, so dass alle den Gedankengang folgen können. Man braucht jetzt hier, wie gesagt, jetzt nicht unbedingt ein gigantisches Fachwissen. Man sollte jedoch wissen, was ein Call und was ein Put ist. Wie gesagt, wenn ich einen Call kaufe, dann habe ich das Recht, Tesla zum Beispiel bei 400 zu erwerben. Wenn Tesla höher ist, prima, habe ich einen Gewinn. Das spiegelt sich aber dann später natürlich auch in einem Optionspreis. Optionspreise, Optionen haben eine begrenzte Laufzeit im Gegensatz zu einer Aktie in der Form. Ja, gibt es die Put-Seite, die gibt mir das Recht, Entschuldigung, Tesla bei einem Strike X, den ich dann zum Beispiel kaufe, zu verkaufen. Ganz simpel, wir halten es ganz simpel. Ja. So, jetzt ist die Frage, was war zuerst da, das Ei oder das Huhn? Natürlich gab es zunächst die Aktien, aber die Optionen haben schon Mitte, Ende der 70er Jahre schon, waren also schon, wurden immer populärer. Es gab zunächst erst Calls. Es wurden erst 3, 4 Jahre nur Calls gehandelt an den Börsen und später kamen die Puts dazu, so Ende der 90er, glaube ich, Anfang der 80er. Vor allem nach dem Crash war natürlich das Interesse an Put-Optionen sehr groß und ja, so haben sich praktisch die Optionsmärkte hier entwickelt und ich bin der Überzeugung, was ich auch beobachte, also alles, was ich hier sage, ist nicht meine Meinung, sondern eher eine Reflexion meiner Erkenntnisse, ja, weil viele immer denken, oh, der sagt das oder der sagt das, ja, klar, aber ich sage euch nicht jetzt nicht etwas, was ich nicht in irgendeiner Form ja gesehen oder wiederholbar gesehen habe, ja, sonst wäre es ja ein Zufall. Also schon ein Mechanismus dahinter und die Optionen sind, denke ich, viel mächtiger als das Underlying in der Form. Ich denke schon, dass die Optionswelt den Underlying-Markt beeinflusst. Viel mehr als man glaubt. Und dadurch, ja, wie kann man sagen, ist es sehr wichtig, dass man sich auch öfters oder eigentlich parallel auch immer mal so ein bisschen die Optionswelt anschauen sollte. Und was ist hier passiert? Ihr müsst verstehen, es gibt zwei Seiten hier. Es gibt den Trader und es gibt den Market Maker. Der Market Maker, sein Geschäftsmodell ist An- und Verkauf, der Spread, also praktisch Geldkurs, was man an Gelb, Geldkurs, Briefkurs und den Unterschiedsbetrag, das ist der Profit des Market Makers. Es gibt mehrere Market Maker, zum Beispiel bei Tesla gibt es nicht nur einen, es gibt vielleicht 10 oder 12 und da werden die Systeme automatisch freigeschaltet. Das hat auch Sicherheitsgründe, denn wenn es nur ein Market Maker Tesla hätte, wäre das auch ein zu großes Risiko, denn er muss ja die Gegenseite einnehmen, ja, sozusagen. Und dadurch kann es sein, dass da ein Klumpenrisiko existiert. Und deswegen gibt es auch bestimmte Kontingente, die die entsprechenden Market Maker auch ja, so halt handeln können in der Form. Und der Market Maker hat keine Spekulationsabsicht. Ja, das habe ich auch in einigen Foren gelesen. Wenn der Market Maker das und das kauft, das tut er nicht. Der Market Maker hat sein Geschäftsmodell, wie gesagt, An- und Verkauf und Hedge. Also er hedgt seine Position, denn er ist in einem Dilemma. Er muss abnehmen. Ja, er muss abnehmen.
Und jetzt haben wir aber natürlich viele Marktteilnehmer und dadurch, ja, kommt es zur Konstellation, dass ich zum Beispiel jetzt 2000 Calls kaufe, aber jemand zum Beispiel hier 2000 Puts kauft. Der Markt kann jetzt aber nicht hier oder hier gleichzeitig settlen. Das heißt, der Market Maker wird auf jeden Fall auf eine Seite einen Gewinn haben, zum Beispiel, ja, wenn er sie mir verkauft oder euch. Also hier den, verkauft das den Peter und hier den Hans. Dann braucht er nicht so viel Hedgen in der Form. Er möchte nur hoffen, dass der Markt hier seitwärts läuft. Und natürlich viele, viele Marktteilnehmer. Wir haben viele, viele Optionsketten. Und das System, das ausgeklügelte Softwaresystem, hedgt automatisch die Gesamtposition. Und das Schlimmste für einen Market Maker ist die Volatilität. Ja, denn die kann man so nicht hedgen. Viele denken, dass man sie hedgen kann. Man kann sie nicht hedgen. Ja, man kann Volatilität nicht hedgen in der Form. Ja, es gibt den VIX, aber der bezieht sich ja nur auf die SPX-Option, hat mit den einzelnen Aktien nichts zu tun. Ja, das heißt, wenn in Tesla hier die Volatilität durch die Decke geht, kannst du sie nicht hedgen. Ja, du kannst viele Sachen mit anderen Optionen hedgen, ja, oder das Underlying in der Form, da kommen wir später dazu. Aber die Volatilität, nee. Das heißt, viele Market Maker hassen ja, eine niedrige Vola. Warum? Naja, bei einer niedrigen Vola verkaufen sie ja, ja, wenn jemand Put-Optionen kauft als Absicherung, müssen sie ja verkaufen. Das heißt, sie haben die Arschkarte, wenn, wie bei Wirecard zum Beispiel, der Markt oder die Aktie pleite geht. Ja, die haben ja verkauft. Und so richtig hedgt kann man sich nicht in der Form, ja, für solche Ereignisse, für solche Ereignisse. Das heißt, die hassen das, ja. Und die oberste Priorität ist eben, wie gesagt, das Portfolio von denen im Gleichklang zu halten. Wer auf der anderen Seite den Markt treibt, das ist der Spekulant, nicht der Market Maker. Der Market Maker wird sozusagen benutzt für Schweinereien. Ja? Wir werden jetzt nochmal gleich drauf kommen. Ich mache mal ein ganz einfaches Beispiel, damit ihr das versteht. Das ist eine selbsterfüllende Prophezeiung. Wir nehmen mal davon an, wir gehen mal davon aus, dass wir hier eine kleinere Firma haben, also jetzt nicht die großen Caps, sondern ja, mittelklein, ja. Und da haben wir jetzt hier, sage ich mal, den Aktienkurs. Kann ich ihn da malen? Achso, nee, ich wollte es ja gar nicht damit machen. Ich wollte es ja hiermit machen. Kann man ein bisschen malen hier. So, wir können theoretisch den Markt bewegen. Ja. Und wir fangen sozusagen klein an. Ich wollte es aber hier einfach nochmal ein Ding haben. Das kann ich jetzt nicht zeichnen. Ich mache es mal anders. Sorry, jetzt bitte mal. Ich mach's mal damit. Ja, ich mache es ein bisschen schnell. Ich habe jetzt nicht so viel Zeit, um die Dinge so intensiv vorzubereiten. Seht es mir nach. Aber wir kriegen es trotzdem hin. So, ihr müsst euch das einfach vorstellen. Nochmal, kleine Firma. Es gibt Optionen, die sind gelistet. Ja, und es gibt Market Maker für unsere, also für diese Firma. So, jetzt ist es so, nehmen wir mal an, sie ist so bei 20 Dollar. Ja. Und wir möchten den Aktienkurs pushen. Dann kaufen wir zum Beispiel Calls bei 25 Dollar. Ja. Sage ich mal, einen gewissen Laufzeit, ich würde nicht zu lange nehmen, einen Monat, vielleicht unter einem Monat, kaufen wir ganz günstig bei 25er Call, sagen wir mal für 20 Cent, ja, kaufen wir uns für 100.000 Dollar, ja, kaufen wir uns Call-Option. Eine Option bezieht sich auf 100 Aktien. 20 Cent, das sind 5 sind 1 Dollar. 500.000 Stück. Ja, also ungefähr 500.000 Aktien spekulieren wir long. So, jetzt ist es so, wir kaufen das, der Market Maker verkauft uns das. Wir sind long call. Ja, das heißt, wir möchten, dass der Markt Richtung 25 düst. Market Maker möchte das nicht. Okay? Warum? Weil er hat sie uns ja verkauft. Und da jetzt bei dieser Aktie zum Beispiel jetzt nicht so viel Umsätze sind, hat er jetzt ein Risiko.
Er kann dieses Risiko, weil wir eine sehr hohe Zahl gekauft haben, nicht so richtig verteilen. Das Erste, was der Market Maker machen wird, ist, und das sind ja große Häuser, ne? Ich kann auch nicht mehr zeichnen. Er wird schauen, ob er in seinem Kundenstamm jemanden hat, der Covered Call schreiben will. Ja? Für einen guten Preis, dann sagt man sich, okay, du hast ja die Firma XY, du hast ja ein paar tausend Stück. Möchtest du ein paar Covered Call schreiben? Und wenn derjenige sagt ja, und er sogar für 100.000 Stück das abnimmt, hat der Market Maker sozusagen kein Risiko. Er hat sozusagen weiter vermittelt mit einem leicht höheren Preis, hat einen schönen Gewinn und kein Risiko. Ja, meistens ist aber nicht der Fall. So angenommen, er findet niemand in seiner Umgebung, dann muss er Folgendes machen. Er muss einen gewissen Teil natürlich kaufen. Denn er ist ja dann naked, das heißt, er kauft sich, das wird er dann deltamäßig berechnet, erstmal, er kauft sich vielleicht, was weiß ich, keine Ahnung, was weiß ich, 20.000 Stück, ja, oder 30.000, er muss sie kaufen. Er muss sie kaufen. Als Absicherung. Das ist ein Reflex. Das kann er nicht entscheiden. Ja, so. Na gut, was passiert ja nun, wenn er kauft? Klar, der Aktienkurs könnte steigen. Ja. Jetzt machen wir natürlich, ja, weil wir wollen die Firma ja pushen. Wir machen jetzt hier auf YouTube, auf Facebook schöne Posts. Unsere Partner hier bei den Hedgefonds und hier und da schreiben was Positives. Hey, die Firma XY hat jetzt die neuen klinischen Studien ja abgeschlossen. Oder der CEO hat jetzt hier, was weiß ich, einen neuen Kostenplan vorgestellt. Oder irgendein Scheiß. Ja, ist völlig wurscht. Hauptsache positiv. Ja, was passiert? Die Masse springt an. Sie seht ja schon, die Masse sieht ja schon, oh, der Aktienkurs bewegt sich ja schon. Und was passiert, wenn ein bisschen die Masse anspringt? Ja, der Aktienkurs steigt natürlich noch ein bisschen weiter. Wenn der Aktienkurs weiter steigt, hat natürlich der Market Maker immer mehr ein Risiko. Sein Risiko ist aber dahingehend erst kurz vor Verfall sehr hoch. Ja, weil vorher, aufgrund der Optionswelt, kann er sich noch mit anderen Optionen hedgen. Aber wenn der Verfall nur sehr wenig Tage, also das nur noch sehr wenige Tage sind bis zum Verfall, kann er nur über das Underlying hedgen. Ja? Und dadurch, je näher zum Verfall, desto mehr muss er in die Aktien gehen. So, das heißt, es vergeht Zeit. Wir haben gesagt, ein Monat Laufzeit. Tage vergehen. Jetzt sind wir jetzt hier bei 22 gelandet. Eine Woche Laufzeit. Jetzt wird es langsam eng, ne, für den Market Maker. Denn der sagt sich, naja, wenn das Ding jetzt durch die Decke geht, habe ich wieder drum die Arschkarte. Also wird er da wieder einkaufen. Und sobald er einkauft, da haben wir die Spirale, ne, die beginnt, wird das dann natürlich sein, dass wir dahin kommen. Ja, was machen wir mit unserer Call-Option? Wir haben natürlich einen super Gewinn. Wir haben vielleicht 500.000 Gewinne gemacht. Prima. Können wir dann zum Beispiel verkaufen? Wenn wir sie dann wieder verkaufen, dann hat ja der Market Maker, was weiß ich, zum Beispiel 100.000 oder sagen wir mal, ist egal, 100.000 Aktien hat er ja gekauft bis zu diesem Punkt. Die anderen auch, aber er war der Hauptkäufer wegen unserer Call-Option. Und jetzt sind wir zum Beispiel bei 27, ja. Und aufgrund der Zeitwerte braucht er noch nicht die volle Summe der Aktien haben. Das ist eine reine Mathematik. Aber gehen wir davon aus, bis an 27, wir haben noch einen Zeitwert. Und jetzt verkaufen wir unsere Call-Option. Teuer. So, jetzt muss er sie teuer zurückkaufen. Aber er hat sich ja gehedged mit den Optionen. Nur jetzt mit den Aktien. Nun, jetzt sitzt er auf den Aktien. Und wenn der Markt nämlich fällt, hat er die Arschkarte, weil er hat ja keine Gegenposition. Wir haben ja die Option geschlossen. Also entweder wird er neue Optionen eröffnen. Das ist aber nicht seine Natur, weil sonst würde er wieder spekulieren, sondern er muss wieder aus den Hedge-Aktivitäten raus. Vergisst nie die Natur des Geschäftes. Und damit wird gespielt. Die Natur des Market Makers ist, sich nur zu hedgen und an und zu verkaufen, nicht zu spekulieren. Das heißt, er wird sofort aus diesem Hedge rausgehen müssen, was zur Konsequenz hat, was die Konsequenz ist, dass der Marktpreis wieder fällt. Ne? So, ganz einfach ist die Kiste. Das ist auch jetzt mit Tesla passiert. Natürlich ist Tesla ein gigantischer Wert in der Form. Otto Normalverbraucher, wie in den Medien hier, die können das. Ja, da merkt ihr echt, ich weiß nicht, warum holen sie sich nicht ein paar Profis, die da irgendwelche Berichte schreiben und nicht irgendwo, ich weiß nicht, low quality,
Dokumentation, Berichterstattung. Es kann kein Kleinanleger sowas machen. Das ist unmöglich. Ja, wir werden sehen, das sind gigantische Zahlen, da geht es ja um Millionen. Ne? Und zwar im Einklang. Ja, das muss alles im Einklang gemacht worden sein. Aber ich hoffe, ihr habt das Prinzip verstanden. Ne? Man kann, wenn die Aktien oder der Wert nicht so hoch ist und die Umsätze bei bestimmten Aktien, mit wenig Geld auch ein bisschen sozusagen manipulieren. Es ist aber legal. Es ist ja nicht illegal, Aktien, Optionen zu kaufen. Es ist halt nur der Mechanismus. Ja? Man muss aber viele Dinge wissen. Zum Beispiel, dass der Market Maker das jetzt nicht seinen Kunden weitergibt, und dann passiert es nämlich nicht. Versteht ihr? So, das heißt, wenn ich nicht weiß, ob der Market Maker das Risiko, ne, dieser 25er Calls weitergibt, dann habe ich diesen Effekt nicht. Weil dann braucht er keine Aktien kaufen. Weil der andere, sein Kunde, hat die ja schon. Dann habe ich die Arschkarte. Also, wenn ich sowas spiele, muss ich auch meine Gegner kennen in der Form. Ja, und deswegen ist das sehr heikel. Also wir Otto-Normalverbraucher schaffen das nicht. Das ist unmöglich. Und auch wenn man denkt, dass man alles weiß, es muss nicht aufgehen. Ich sage euch, dass aber der Mechanismus so sein kann, wenn der Market Maker sich in Aktien, also durch Aktien hedgen muss, was er nicht immer muss. Ja? So, das ist das Prinzip. So, was ist jetzt nun mit Tesla passiert? Na, da ist das Gleiche passiert. Ja. Da ist das Gleiche passiert. Wir haben hier diesen schnellen, enormen Anstieg, ja, bekommen. Und zwar war das hier schon, jetzt gucke ich gerade, 11. August, 14. Da muss es gewesen sein, genau. Sagen wir mal ab hier, lass uns die Optionswelt mal analysieren, ja, was da passiert ist, so ungefähr, also was das Prinzip hier dahinter war. Nochmal, damit ich diesen Effekt erwirken kann, muss ich kürzer laufende Optionen nehmen. Weil bei länger laufenden Optionen kann der Market Maker durch den Kauf anderer Optionen diese Position hedgen. Wenn er andere Optionen kauft, ist es billiger und wir haben nicht diesen Effekt, dass das Underlying steigt. Nur bei den Kürzellaufenden. Das ist sozusagen das Gamma-Risiko. Aber man sagt fälschlicherweise Gamma-Hedge. Es ist kein Gamma-Hedge, es ist ein Delta-Hedge. Das Gamma kann man durch das Underlying nicht hedgen. Weil das Gamma, ne, sozusagen die zweite Ableitung der Griechen ist. Ja? Erste ist Delta. Du kannst nicht mit einem Underlying die zweite Ableitung Griechen hedgen, sondern nur mit der ersten Ableitung. Also kannst du eigentlich nur Gamma mit anderen Optionen hedgen. Und das Gamma ist deswegen schnell bei Verfall. Und du kannst kein anderes Gamma mit Optionen kaufen, weil das Edge Money am schnellsten ist. Verstehst du, was ich meine? Ganz kurz, ihr müsst euch so vorstellen: Das Gamma bei Edge Money Optionen, Quatsch, was ist das? Bei kürzer laufenden Optionen, ja, ist am schnellsten. Ja. Das Gamma bei den darauffolgenden Optionen, das ist dann der Verfall, ne, das ist dann, wir gehen mit dem Verfallszeitpunkt raus, ist aufgrund des langsamen Delta sozusagen und des schwachen Gammas immer kleiner. Das heißt, ein großes Gamma-Risiko kann ich, weil je näher ich zum Verfall komme, nicht mit anderen Optionen hedgen. Ich kann zum Beispiel dieses Gamma-Risiko, ne, zum Beispiel, wenn das jetzt, sage ich mal, 2 Monate Laufzeit ist, oder es sind 3 Monate, könnte ich mit zwei Optionen, die mir geldmäßig oder weniger, könnte ich theoretisch eine Zeit lang dieses Gamma-Risiko hedgen. Ja? Ja, und umgekehrt auch, ich kann das länger laufende mit noch länger laufenden kann ich auch hedgen. Aber ich kann, ja, wenn ihr seht, wenn das Gamma-Risiko hier hoch ist, kann ich sehr schlecht mit länger laufenden jetzt hier 5, 6, 7, 8 Optionen kaufen. Das ist zu teuer, das ist Quatsch. Also gehe ich lieber ins Underlying, ja, und dann habe ich dieses Gamma. So, das ist das Prinzip. Das heißt, diejenigen, die jetzt den Markt manipulieren wollten, mussten sich kürzer laufende 10, maximal 14, aber ich tippe eher auf 7 bis 10 Tage Laufzeit nehmen. Sonst kriegen sie diesen Effekt nicht, den sie wollten.
Okay. So, das jetzt mal gesagt, versuchen wir mal zu analysieren, was denn so passiert ist. Haha. So, wir gehen mal jetzt hier in den. Jetzt müssen wir ein bisschen helfen. Wir müssen ein bisschen zurückgehen. So, das machen wir jetzt manuell. Müsste jetzt mal mit mir gehen. Das ist jetzt zum Beispiel Tesla. Das sind jetzt die historischen Daten der Open Interest. Vielleicht noch einen Satz zu Open Interest, dann denke ich, haben wir alles ganz kurz beschrieben. Wir haben hier zum Beispiel eine Open Interest hier bei Tesla, sage ich mal hier, Laufzeit 5 Tage, ist nur ein Beispiel, also wisst, was es ist, 6.000 paar zerquetsche bei 380. Was heißt das? Das heißt, es haben 6.300, oder sagen wir so, ganz vereinfacht, eine Person hat 6.300 Optionen gekauft und der Market Maker hat 6.300 Optionen verkauft. Punkt. Ja, die sind jetzt in beiden Depots drin. Einer auf der Long-Seite, einer auf der Short-Seite. Das ist die Open Interest. Im Gegensatz zum Volumen. Ja, das Volumen ist sozusagen, wenn wir, du und ich, praktisch diese Option daytraden. Ja, oder handeln, sage ich. Ja, ich kaufe jetzt hier 100. Da würde jetzt hier ein Volumen von 100 stehen. Und das Volumen kann nur steigen am Tag, es kann nicht fallen. Eine Open Interest kann fallen. Und wenn wir hin und her traden, können wir ein Volumen von 10.000 generieren, aber es hat keine Bedeutung, keine Aussagekraft. Ein Volumen hat keine Aussagekraft. Erst das, die Open Interest hat eine Aussagekraft, weil diejenigen Personen das ja über Nacht halten. Und interessant sind natürlich Veränderungen der Open Interest, die vorher nicht da waren. Da muss man sich halt fragen, warum macht man da, was hat es zu bedeuten? Das ist ein komplexeres Thema. Es ist nicht ganz einfach bei Aktien, die sehr viele Umsätze haben, das jetzt richtig zu debattieren. Macht mehr Sinn bei kleineren Optionen, Quatsch, kleineren Aktien, wo nicht ganz so viel los ist und plötzlich größere Volumina an irgendeinem Strike gehandelt werden und eine Open Interest entsteht. Das ist oft, wie gesagt, ein Signal, dass man da spekulieren kann, was denn ein großer Marktteilnehmer vielleicht plant. Ne? Bei Tesla ist das ein bisschen schwieriger, es können Hedge-Aktivitäten sein, es können entsprechende, ja, keine Ahnung, es sind sehr viele Möglichkeiten. Also man muss es im Gesamtkontext sehen, ja, und analysieren. Nur, dass ihr versteht, wie sowas, wenn es jetzt sicherlich nochmal passieren, vielleicht nicht bei Tesla oder anderen, passieren kann. So, das heißt, wir haben hier die Open Interest der Calls. Ne? Wir schauen uns jetzt hier, das ist wie gesagt, wir sind jetzt im 11. August und wir haben jetzt hier die Laufzeit 14. August. Ne? Ich mache mal den Dienstag. Ich mache mal noch ein bisschen zurück und zwar nämlich zum Freitag, denn die Marktteilnehmer haben am Freitag entsprechende Optionen gehandelt. Das habe ich schon herausgefunden. Ja. Das heißt, die Marktteilnehmer haben am Verfallstag Freitag für die nächste Woche Optionen gehandelt. Und ich zeige euch den Beweis. Ja. Der Beweis ist folgender. Wir haben hier Verfall 14. August, nur hier bei 1500 eine kleinere Open Interest, 1200. Der Rest, alles was unter 1000 ist, ist für uns nicht ganz relevant. Hier oben haben wir jetzt hier bei 16,2. Und hier oben, ne, haben wir auch weitere Open Interest. Das ist jetzt nichts ja, Außergewöhnliches. Das hatten wir hier auch und trotzdem hat es vorher keinen Druck nach oben gegeben. Ja, in der Form. Die sind ja wertlos verfallen. Ne, die hatten noch einen Tag. Jetzt ist es so, wir brauchen einen Push. Ne? Also wir müssen die Market Maker, wenn wir das Spiel spielen wollen, müssen wir die Market Maker schon ein bisschen pushen. Das heißt, wir initiieren sozusagen einen Kauf. Ja, wir pushen den Markt mit ein paar Käufen ein bisschen hoch. Und wir wissen aufgrund eben der Optionswelt, dass an irgendeinem Punkt die Market Maker ja, die Aktien kaufen müssen. So, jetzt beobachtet mal die Open Interest. Ich gehe jetzt mal in den Montag rein. Ja, das ist der Montag. Denn da erscheinen erst die Open Interest vom Freitag. Schaut euch hier diese Veränderung an. Wir haben hier 1700 Calls dazugekriegt. Ja, da auch ein bisschen. Ne? Also hier gerade im 15er Bereich haben wir einige Käufe, vielleicht sogar Verkäufe bekommen. Ja, also auf jeden Fall die Open Interest ist gestiegen. Ja, in der Form. Und jetzt ist es so, der Markt ist nach oben geschossen. Und wir haben hier Open Interest, die schon im Geld sind. Ja, also leicht im Geld, das ist der aktuelle Preis. Und wir haben hier ein paar Tausend. Alles, was über 1000 ist, interessiert uns. Das sind schon ein paar Zahlen.
Ja, also ihr müsst euch hier vorstellen, rechnet doch mal hoch. Nehmen wir mal zusammen, sagen wir mal 3, 6, sagen wir mal großzügig 7000. 7000 Optionen, eine Option bezieht sich auf 100 Aktien, 7000 mal 100. Ja, sind 700.000. Ne? 700.000 mal 1355. Ja? Wir können es ja noch mal gemeinsam machen. Nochmal. Sagen wir mal, das sind 7.000. 7.000 mal 100. Quatsch, was mache ich denn? 7.000, ja, mal 100 Aktien, ne, sind. Was stimmt denn? 7.000 mal 100 Aktien. So, sind gleich 700.000 Aktien mal, sehen wir großzügig, machen wir mal 1.400. Ja. So. Sind. Ja. 980 Millionen. Diese Open Interest sind 980 Millionen. Nicht schlecht, ne? Das ist 1 Milliarde fast, ne? Richtig gerechnet habe. Nicht, dass wir das falsch machen. Wir rechnen lieber nochmal. Sagen wir mal 7000, ne, Optionen. Eine Option bezieht sich auf 100 Aktien, sind 700.000 Aktien werden hier, sind hier sozusagen, können ins Geld laufen. Ja, das heißt, wie in diese, wenn der Markt jetzt hier, was er jetzt gemacht hat, durch die Decke geht, mussten die Market Maker 3 Tage Laufzeit 700.000 mal last 1417. Ja, jetzt sind wir bei 991 Millionen 900.000. Müsst ihr euch vorstellen, mussten sie Aktien kaufen. Ja, weil ihr müsst ja abziehen den Zeitwert, den sie verkauft haben. Das kann man jetzt schlecht sagen. Sind wir großzügig, wenn es 7.000 Aktien sind und die haben, man weiß es halt nicht, ja, sagen wir mal 10.000 durchschnittlich bekommen. Ich weiß es nicht, das ist jetzt nur einfach mal so. Dann haben wir hier nur 70 Millionen. Ja. Ne. Einnahmen und die ziehen wir dann ab, ne, vom Risiko. Das heißt, an irgendeinem Punkt, ja, ist das Ganze brandgefährlich, wenn der Market Maker hier nichts machen würde. Ja, deswegen kann das schon ein Grund gewesen sein, dass wir hier schon anfangen zu steigen. Es ist aber so, dass diejenigen, die pushen wollten, hier auch angefangen haben zu kaufen. Gehen wir jetzt in den Mittwoch rein. Ne, ist Folgendes passiert. Ne, schaut mal her. Wir sind jetzt hier schon im Geld, ne, weil der Markt ist hier nämlich hier oben schon. Das heißt, diese Optionen, ja, wurden gehedged. Ne, dieser Cluster, ne, diese 7000, sagen wir mal, Calls, die ja die Market Maker Short waren, wurden jetzt durch den Kauf entsprechender Aktien gehedged. Und dann kam jetzt noch dazu, dass die neuen hier oben auch nochmal reingelaufen sind. Das sind auch nochmal 4000. Ist nicht schlecht, oder? So, das heißt, es sind nochmal 5000 dazugekommen. So, wenn wir jetzt hier, jetzt wird es interessant, ne, 4.700 nehmen, ne, ne, mal, jetzt haben wir aber, jetzt haben wir einen anderen Preis, ne, mal 1.500 zum Beispiel, dann reden wir jetzt hier von, na, ist ja Quatsch, ich muss ja nochmal 100, ne, nochmal 100, so, da reden wir jetzt nochmal von mehr als, ja, 1/2 Milliarde. Oder möchte mir die Börse am Sonntag erzählen, dass das die Kleinanleger waren? Sorry. Also wer schreibt denn sowas? Naja, gut. Ne? So, das heißt, die sind schon teilweise gehedged, aber es kommen ja neue dazu. Die wurden ja geschrieben von den Prügelknaben, ja, die jetzt das Ding nach oben schieben wollten. Ja? Und jetzt haben sie wieder hier neue gemacht. Hier in der nächsten Laufzeit haben sie wieder hier oben wahrscheinlich welche eröffnet. Ja, nicht so viele noch, weil noch ein bisschen hin.
Hier oben haben wir jetzt zum Beispiel noch 5.000, da lauern wieder 5.000, hier lauern nochmal 2.500. So. Das heißt, wenn der Preis nicht zurückkommt, dann muss er weiter steigen, weil die Market Maker ständig halt jetzt einkaufen müssen. Jetzt haben wir den Mittwoch, jetzt schauen wir mal an, was am Donnerstag passiert ist. Ja. So, am Donnerstag sind wir nochmal nach oben gestiegen. Schaut euch diesen gigantischen Move an. Und da haben sich natürlich jetzt hier auch schon viel mehr Optionen, Open Interest gebildet. Das ist also teilweise, ja, sind die vielleicht dann von den Spekulanten dazugekommen. Nichtsdestotrotz, wenn wir das alles mal zählen von Anfang an, das sind schon ordentlich. Guck mal, was hier mit diesem passiert ist. Diese 15er sind teilweise verschwunden. Ne? Da hatten wir ja mehr. Das heißt, die wurden verkauft. Von wem wurden sie denn verkauft? Hm? Was glaubt ihr denn? Ja, vom Spekulanten, nicht vom Market Maker. Der Spekulant hat es mit einem fetten Gewinn geschlossen. Und deswegen hat der Market Maker halt die Arschkarte. Ja, und aber trotzdem musste er bei auf neuem Niveau aufgrund der kurzen Laufzeit halt sich diese vom Leib halten. Und da kam halt wieder nochmal wahrscheinlich, das kann man schlecht jetzt nachbilden im Nachhinein. Aber da jetzt die Open Interest so groß ist, und wir machen mal vorher, schauen mal an, warte mal kurz, 16, gehen wir mal einen Tag zurück, wo was bei 16 los war. Ja, guck mal, da waren nur 5, ja, 5 und einen Tag später, ja, schaut mal hier die 16 an, kam jetzt dann 3.000 dazu und die kamen auch dazu. Schaut euch das mal an. Das heißt, jetzt haben wir nur die Open Interest. Das müsste man jetzt mal zusammen machen. Komm, es macht doch Spaß, gell? Ist ja besser als Columbo. Nein, nicht besser als Columbo, ist besser als irgendwas. Oder, jetzt will ich selber mal das wissen, warte mal. Ich gehe das mal raussuchen. Das ist jetzt ein Tag Laufzeit. Gucken wir mal selber den Vergleich hier an. So, das ist jetzt die eine ein Tag Laufzeit. Ja. Jetzt schauen wir uns, das ist nämlich dann der Donnerstag. Jetzt schauen wir uns mal den Mittwoch an. Jetzt machen wir den Mittwoch. So, jetzt mache ich nochmal drucken. Gehen wir nochmal in Paint. Und dann machen wir hier nochmal die gleichen, ähnlichen Dinger hier rein. Und dann vergleichen wir mal mit dem Auge vorher und nachher. So, das war vorher und das war nachher. Ne? Schaut mal her. So, machen wir ungefähr auf dem gleichen Niveau. Es wurde dann vom Mittwoch auf Donnerstag, guck mal, hier wurden einige Calls gekauft von den Spekulanten. Hier wurden 1000 gekauft, hier wurden 800 gekauft, hier wurden nochmal 300 gekauft, hier gleich geblieben und hier nochmal wurden 2000 gekauft. Ja? Das heißt, von Mittwoch auf Donnerstag. Versteht ihr, was ich meine? Wurden kurzfristig sehr viele Optionen gekauft. Das ist dieser Push. Das macht normalerweise kein Mensch. Ja, warum? 2 Tage vor Laufzeit und jetzt wisst ihr, wovon ich rede. Das heißt, diejenigen haben Folgendes in die Hand genommen. Muss ich aber mal nachrechnen. Nein, ich mache es anders. Ich rechne mal hier nach. So, pam, 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 pam. Wo bist du? So, jetzt machen wir mal. Müssen ungefähr die Anzahl müssen wir ja berechnen. So, da sagen wir mal, die haben hier zugeschlagen mit 2,5. 2,5, 3,5, 4,5, 4,5, dann machen wir 6, 6, 8.000. 8.000. Sagen wir mal einen Durchschnittspreis, boah, das kann man gar nicht nennen, ne. 8.000. Ein Durchschnittspreis, das kann man jetzt schlecht sagen, sind dann 400, das sind dann mehr, ne. 700.
Was weiß ich, ja. Machen wir mal 1000 halt. Kann man schlecht sagen. Das sind auch noch mal 8 Millionen. Ja, da hat jemand 8 Millionen riskiert für 2 Tage Laufzeit. 2 Tage Laufzeit. Wer macht das schon? Nur der, der sicher ist, dass wir auch dahin kommen. Versteht ihr, was ich meine? Ja, das heißt, das ist der Beweis, dass von Montag auf Dienstag noch was dazugekommen ist. Das heißt, während des Tages musste der Market Maker in die Aktien gehen. Das heißt, während des Tages, Mittwoch auf Donnerstag, ja, das ist jetzt der Mittwoch, und wenn man jetzt hier, da musste, haben wir den Volumen, das Volumen eigentlich drin? Ja doch, Traded Volume. Jetzt kriege ich aber, das kann ich jetzt nur hier machen, einmal, ist auch doof. Kann nur eins machen, also muss ich es separat machen, guck mal, Open Interest, 16. Da wurde viel gehandelt, guck mal. Das ist eine Open Interest, das mache ich mal Trading Volume bei 16. Guck mal, sehr viel gehandelt. Hier sehr viel gehandelt. Hier wurde der schwarze Peter wahrscheinlich, der Kelch wurde hier weitergereicht. Denn der Market Maker wollte nicht die Arschkarte haben. Der hat gemerkt, da kauft jemand bei einem Kurs von 1500 gigantisch viele 16er. Ja. Ja. Das hat er gewusst. Und er hat versucht wieder zu verkaufen, was auch immer. Aber es wurde sehr viel gehandelt, aber es blieben nur, in Anführungszeichen, bei, schaut euch nochmal die 6000 an, bleiben nur 5000 hängen. Ja, vorher hatte man ja nochmal zwei. Also es wurden definitiv durch das hohe Volumen, trotzdem wurden einige über Nacht drin gehalten. Deswegen die Spekulation, deswegen hatte Market Maker dann am Ende des Tages, musste er wahrscheinlich über Nacht, ja, dem Späthandel da nochmal zuschlagen, weil da war er wieder im größeren Risiko. Ja. Und siehe da, zum Verfallstag selbst, ein Tag vor Verfall, sind wir wunderbar hier reingelaufen. Gigantisch, muss man sich mal geben. Und da seht ihr, dass natürlich jetzt noch ein paar dazugekommen sind. Und deswegen, da musste der Market Maker halt fett einkaufen. Ja. Und bei Verfall, ja, am Freitag, so ist es so, 16,50, da ist alles schon gesettelt. Ja. Hier, die verfallen wertlos. Da kann sein, dass der Market Maker kurz vor Schluss dann nochmal verkauft hat. Und jetzt geht's los. Jetzt am Freitag wurde wieder für die nächste Woche das gleiche Spielchen gemacht. Ne? Das war jetzt dieser Move. Ja? Und dann haben sie schön brav genau das gleiche weitergemacht. Guck mal, diese Open Interest. Ja? Gigantisch. Ja? Hier oben ist nicht mehr so interessant, aber hier, sag mal, die naheliegendsten, kurz vor Verfall, da muss der Market Maker, ja, auch wieder hedgen. Aber wie gesagt, es muss auch es muss auch initiiert werden, dass der Markt nicht fällt, sondern weiter steigt, und erst dann haben wir diesen Push. Jetzt schauen wir uns auch mal diesen Verfall an, und da passiert Folgendes, das sehen wir natürlich schon hier oben über am Montag. Das ist Montag. Das heißt, die haben am Freitag schon die Weichen gelegt, und zwar gigantisch viel. Schaut euch diese Open Interest an, wo wir hier reingelaufen sind. Hier, das ist über alles reingelaufen, das sind Milliarden. Hier, guck mal, die fette Open Interest. War sie denn schon da am Freitag? Schaut euch das an. Das ist jetzt der Beweis. Ich schwitze bei 17. 17, sagen wir 9000. So, wenn wir bei 17 9000 mal anschauen, den Verfall. Den Verfall, nicht diesen, denn 17, guck mal, da haben wir, ja, da haben wir schon Open Interest. Lass uns die mal anschauen, vielleicht, wann die vorher drin waren. Ha, warte mal, 17. Ja, da wurden es immer mehr, guck mal. Ja, guck mal. Das ist die Laufzeit. Ja, da erhöht sich die Open Interest, versteht ihr? Jeden Tag auch nochmal um 1000. Das heißt, die haben das für 2, 3 Laufzeiten nach oben verschoben. Nach hinten verschoben. Also die haben Folgendes gemacht. So, das ist zwar jetzt schon bereinigt durch den Aktien-Split, aber ungefähr, dass ihr es noch vorstellen könnt. Hm.
Die haben sozusagen, die Spekulanten, wenn das der Freitag ist, ne, haben die für die Woche drauf ständig höhere Calls-Optionen halt geschrieben mit größeren Open Interest. Ja, sodass der Markt hier zwar geruht hat, aber es haben wieder hier große Open Interest, die sie neu eröffnet haben, ständig gelauert. Dann haben sie noch ein bisschen gepusht, dann musste der Market Maker wieder kaufen, zu den nächsten Open Interest wieder kaufen und das gleiche Spielchen. Das haben sie aber ziemlich gut gemacht. Vor allem ziemlich lange, muss man sagen. Ja, Hut ab. und da haben sie sicherlich, da haben schon die Gelder hier an den Besitzer gewechselt, schon ein paar Mal auf jeden Fall. Ja, aber wir sehen hier ganz klar, ja, dass wir noch die Laufzeit noch vor uns hatten. Aber hier wurden vor allem am Freitag, ja, also von Donnerstag auf Freitag, kamen hier nochmal 2000 dazu, muss man sich mal geben. Und am Freitag selbst wurden hier oben bei 1700 auch nochmal 2000 gekauft und noch die. Ja, das heißt, die haben immer höhere Calls sozusagen gekauft, wobei ich jetzt gerade feststelle, dass wir da Montag schon reingelaufen sind. Ja, versteht ihr? Da sieht man nämlich, wenn ich gerade das nochmal richtig sehe, das war ja ein gigantischer Sprung, merke ich gerade. Ne? 1645, da waren wir bei 1645. Ne? Und nochmal, da hatten wir die großen Open Interest für nächste Woche. Und da haben wir am Montag ja schon eröffnet. Ja, guck mal, am Montag haben wir ja schon mit plus 133 eröffnet. Da waren wir im 17er bei denen ja schon drin, 90 Dollar. Ne? Das heißt, dass der Gap montags halt eben dadurch zustande gekommen ist, dass, ja, dass diese schon am Freitag gekauft worden sind. So, den Rest kennen wir. Ne? Und dann sehen wir, oder wir werden dann in der nächsten Laufzeit, wenn wir jetzt weiter vorklicken würden, würden wir da wieder neue Open Interest sehen. Ne? Und so wurde der Market Maker sozusagen überrannt. Ne? Ja, hier ging es ein bisschen schneller zur Sache. Ne? Das heißt, die haben hier noch nicht die Open Interest gleich gemacht, weil sie ja noch diese Laufzeit hatten. Sondern erst zum Montag, Dienstag, ich schätze mal eher zum Donnerstag hin, wenn sie angefangen haben, auf einem neuen Niveau, ne, da fängt es dann schon wieder an. 3000, dann hat es wieder, ne, begonnen. Mal gucken, ob es am Donnerstag mehr ist. Da nicht ganz so viel. Es reicht aber trotzdem. Und dann am Freitag wird es interessant. Da sehen wir dann schon 2085, aber siehe da, ja, auch hier, da allerdings natürlich auch groß, aber die haben jetzt, die sind jetzt schon verfallen. Und für die Woche drauf halt, wie gesagt, kämen die in Frage, ne? Weil du hier hast du nicht so viele, ne? Weil die haben bewusst die kürzeren Laufzeiten genommen. Hier braucht der Market Maker noch nicht so viel hedgen, hier muss er langsam hedgen, das ist der Punkt. Ja, das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen, was hier getrieben worden ist. Vielleicht nochmal. Mach das nochmal runter. Müsst ihr so vorstellen, dass ich mach mal so ein Feld mit einer schwachen Farbe so. Das heißt, wir sind hier und jetzt haben wir zum Beispiel diese Call-Option gekauft. Ja, und wir sind jetzt hier an diesem Tag. Die haben noch etwas Laufzeit, ja, die kosten auch noch mehr und dadurch, dass sie mehr kosten, habe ich keinen großen Effekt. Wenn der Markt schnell dahin kommt, habe ich so viel bezahlt, dass ich hier keinen Gewinn habe. Das heißt, ich brauche für dieses Ding billige Optionen, das heißt kürzer Laufzeit, billige Optionen und große Bewegung. Ja? Und dann komme ich halt hier rein und dann muss der Market Maker, je näher ich hier komme, muss er Aktivitäten machen und das hat eben zur Folge, dass der Aktienkurs steigt. Wenn die Zeit vergeht, knüpfen sie sich halt diese 7 Tage immer auf einem neuen Niveau, knüpfen die sich die vor, ja. Sie machen nicht von heute 2 Wochen. Das hat keine Wirkung. Sondern sie müssen das in 7 Tagen oder weniger machen. Und dann hast du diese Wirkung. Also es ist ganz systematisch. Das ist ein Plan mit Profis, mit knallharten Optionsprofis.
Das können nur die großen Häuser mit Goldman oder wer auch immer gemacht haben. Andere haben nicht die Kraftkapazitäten und auch nicht das interne Wissen. Ja, das muss man sehr viel, das kann kein Kleinanleger machen. Und das ist der Grund, hier saßen halt eben die Market Maker auf diesen Aktien, ja, und wussten nicht, nein, wussten schon, muss sagen, und jetzt sind die Options, jetzt kommen keine Calls mehr dazu, jetzt sitzen wir auf den Aktien, jetzt mal ganz schnell wieder raus. Ja, so einfach war das. Okay, ich hoffe, wir konnten ein bisschen was mitnehmen. Riesenspaß, bis bald.